Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Und wir haben heute natürlich wieder die Twitch Clips Germany. Folge 171, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir schauen uns das Ganze gemeinsam an. Ich reagiere darauf. Wenn ihr natürlich was dazu beizutragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne im Chat mitmachen. Ich reagiere dann auch auf den Chat, wenn ich es mitkriege. Ich hoffe aber, dass ich es mitkriege. Ich habe den Chat jetzt in mehreren Möglichkeiten. Und wünsche euch da viel Spaß dazu. Wir wechseln mal in die Live-Performance. So, genau, da sind wir drinne. Und wir starten das Ganze dann mal in den Ton. So. Und hat. So. Willkommen bei Twitch Clips Germany. Viel Spaß beim Anschauen. Und wehe, ihr lasst kein Abo da. Ja, das war jetzt mal eine sehr interessante Einleitung. Abo habe ich schon persönlich da gelassen. Wenn ihr das noch nicht habt, könnt ihr das natürlich machen. Wenn ihr hier auf Twitch seid, einfach mal auf YouTube gehen und da klicken. Und wenn ihr auf YouTube mir zuschaut, dann habe ich hier unten irgendwo das Originalvideo verlinkt. Und dann könnt ihr da draufklicken, könnt das Video angucken nochmal. Auch da ein Like dann da lassen und auch ein Abo. Now, TCG kostet Geld. Klingt komisch, ist aber so. Das Geld, was Clippy hier einnimmt, existiert nicht. Das ist also jetzt schwierig, weil das eine auf der einen Seite nicht da ist und das andere auf der anderen Seite gebraucht wird. Darum gibt es jetzt Patreon. Für zwei Fischis könnt ihr dort ab sofort die Compilations unterstützen. So, das ist ganz wichtig. Viele wissen es ja, dass YouTube an Leute, die bei ihnen streamen und einen gewissen Stand erreicht haben, Werbung einblendet und das dann auch entsprechend honoriert. Aber auch nur, wenn man das selbst eingestellt hat, dass man das möchte. Twitch Clips Germany gehört zu den Streamern bzw. zu den Content Creatorn, die das abgelehnt haben. Und sagen, nein, ich möchte keine Werbeeinnahmen, ich möchte auch keine Werbung vor und nach meinen Videos haben. Ist ihr gutes Recht, verstehe ich auch, finde ich auch toll, aber ihnen fehlt natürlich dann die Einnahmen. Deswegen, wenn ihr wollt, geht mal bei denen auf die Patreon-Seite, wenn ihr ein bisschen was entbehren könnt im Monat, werdet Patreon und unterstützt Twitch Clips Germany. So, und wir machen jetzt hier weiter. Ah, Fall Guys. Ganz gut, das ganz gut. Deswegen bist du ja auch jetzt abgestürzt, weil du ganz gut bist. aber das ist manchmal ganz schön fies, weil diese Bubbles, ich habe das einmal gesehen, selbst gespielt habe ich es noch nicht. Diese Bubbles ändern ganz schnell mal die Richtung und dann steht man vielleicht im Weg und kriegt es nicht mit, reagiert falsch, lädt in die falsche Richtung und schwuppdiwupp passiert das Ganze dann. Und hier sehen wir wieder, ja, Rust, mal gucken, wie es da heute so abgeht. Hoppala, naja, war nicht wichtig. Oh, das war wichtig. Mensch, Katz. Geh. Ich sag jetzt. Ich fass es nicht. Perfekt. Also manche Spieler haben echt interessante Tonsequenzen. Und das gehört definitiv dazu. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich sollte mir vielleicht irgendwann Rust mal angucken und sehen, warum das so Geräusche macht. Lecker. Jetzt wisst ihr, warum, ich zeige es euch gerade mal hier, jetzt wisst ihr, warum ich an meinem Mikrofon keinen Popschutz dran habe. Erstens mal brauche ich das nicht unbedingt. Da ist nämlich ein kleiner Popschutz schon integriert. Der ist zwar nicht hundertprozentig, deswegen hat Elgato da noch ein zusätzliches Popschutzgitter dazu beigebracht. Das habe ich aber nicht dran. Aber zum anderen mal, meine Katze kommt auch irgendwie nie hier hin, wenn ich am Stream bin. Das macht sie nur morgens. Solange mein Mann noch nicht wach ist. Vielleicht kriege ich es auch auf den normalen Weg hin. Ich krieg's nämlich nicht umgedreht aktuell. Oh, oh mein Gott! Hast du das gesehen? Wow. Wow, das war ein absoluter Glückstreffer, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kenne dieses Spiel, also diese Art des Spiels, und zwar aber noch
früher, ich bin halt schon etwas älter, da hatten wir das als Holzkasten und konnten dann so mit Drehreglern Ding vorne und an der Seite das ganze Spiel, die ganze Spielfläche dann und mussten die Kugel durch das Labyrinth durchrollen lassen bis zum Ende. Ist dann runtergefallen. Vorteil, man konnte es auch mal mitnehmen und brauchte sowas nicht. Braucht dafür keinen Computer. Ja, stimmt, genau das aus Holz meine ich, Kistenkater. Und der Nachteil, man hatte allerdings immer nur ein Labyrinth. Wobei ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, man konnte die Platte mit dem Labyrinth umdrehen und hatte dann noch eine zweite. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Also ich glaube, sowas gab es auch. Ah! Oh! Ich habe keine Lust mehr. Leute, ich kann es nur immer wieder sagen. Warum spielt ihr Horrorspiele, wenn ihr sie nicht mögt? Beziehungsweise, wenn ihr sie nicht vertragt. Aber ich finde diese Fotofunktion so geil. Ich muss irgendwann mal gucken, wie man das hinkriegt, weil das würde mich wirklich definitiv mal interessieren. Und dann ein Horrorspiel spielen, ob ich dann auch mal so erschrecke und dann so ein schönes Foto habe, das ich dann klippen kann und schicken kann. Genau. Denkt dran, klippen. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Hä? Hä? Wie? Was? Also die Musik hat mich jetzt an so 30er-Jahre-Filme erinnert. Was bitte hat er da gemacht? Sollte das tanzen sein? Na gut, schlecht hat er es jetzt nicht gemacht, so, aber ich weiß nicht. Aber da haben wir wieder die Fall Guys. Ist das jetzt, ne? Ja, ja, ihr wisst. bei dieser Sache müsst ihr vorstellen, diese Kugeln, die explodieren und die müsst ihr rechtzeitig wegwerfen. Wenn ihr das nicht macht, dann explodiert ihr. Und dann, ja, war es das für die Runde. Je nachdem, wenn man das extrem spielt, man kann das extrem spielen und dann stirbt man und dann ist man weg. Und sie respawnt nicht. Normalerweise respawnt man nämlich dann irgendwo, entweder am Anfang oder irgendwo in der Mitte, wo man dann entsprechend, agieren kann, so. Ja, das kommt davon, wenn man... Oh mein Gott. Wenn man, Clips ankündigt, dann werden die Clips gemacht, ja. Ja, ich weiß. Schält eure Nuggets, gesehen. Ihr beiden. Ja, jetzt habe ich vor lauter Clipleserei ganz übersehen, was da passiert ist. Wenn mich nicht alles täuscht, haben sich da zwei... Ah, ich sehe es da. Ah, zwei Katzen. Seht ihr, das ist praktisch, weil ich meinen Kontrollbildschirm hier noch habe. Da kann ich drauf gucken, kann sehen, wie das Ganze funktioniert. Ja, zwei Katzen, die sich gestritten haben. Deswegen haben wir nur eine. Ist allerdings leider auch wieder der Nachteil. Katzen sind Gesellschaftstiere. Auch wenn viele sagen, nein, Katzen sind Einzelgänger. Das stimmt nicht. Katzen mögen Gesellschaft. Deswegen kriegen Katzenmütter ja auch immer mehrere Jungen und nicht nur eins. Ja, wir könnten das jetzt weiter ausführen, aber das lassen wir jetzt mal. Aber wenn Katzen alleine sind, dann hängen sie sich natürlich an diejenigen, die für sie dann auch da sind. Und das sind halt dann durchschnittlich deutlich meistens die Menschen. Genau. So, und warum? Ja, genau. Scheiße, krabbelt da gerade irgendwas an meinem Bein? Im Zweifelsfall nicht mehr. Ich sollte vielleicht meine Beinhaare mal rasieren. Gute Idee, kommt bei mir auf die Liste. Also, dass ich das bei mir auch mal vielleicht wieder machen sollte. Obwohl, ich mag das nicht. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, das war grausam. Oh, das war so grausam. Ich habe tagelang da gestanden. Nee. Dann lieber blickdichte Strumpfhosen. Da habe ich schon so Gedanken wie... Ich habe gerade Flieger verschluckt. Lecker, Fleischeinlage. Fliegen sind protein- und eiweißhaltig. Sehr gut für den Körper. Ja. Horrorspiel.
nein, jetzt bin ich vor lauter Schreck auf die Tastatur gekommen. Da wollte ich doch gar nicht hin, eigentlich. Also ich wollte dahin jetzt, als das gekommen ist, aber nicht davor. Aber gut, okay, aber wieder mal typisch Horrorspiel, erschrecken und die Gesichter dabei sind immer so, Okay, Emma. Das ist so, jeden Podcast. Entschuldigung. Kannst du weiter sprechen? Deswegen habe ich hier nie was an mit Bändel dran, weil das passiert mir auch mehr. Im Übrigen, ich habe umgestellt. Ich trinke jetzt keinen Waterdrop momentan mehr. Nein, jetzt kalte Jahreszeit, Tee. Also, wenn ihr habt, Tee. Bei mir ist heute drin Rooibos mit Karamell und ein Löffelchen Honig zum Süßen. Kommen Sie in hier! Tschüss, Digga! Was geht ab, Alter? Wie wir am Kreisen hier, Digga. Beyblade, Beyblade, let it whip. Ja, das hat jetzt irgendwie gepasst. Also das mit dem Beyblade. Dreisel, ja. Sendung habe ich früher geliebt. Allerdings nur die ersten beiden Staffeln. Danach war für mich Feierabend, weil da hat Mariah da nicht mehr mitgespielt. Und das war für mich uninteressant danach. Und ja, Elder Scrolls. Also ich spiele auch Elder Scrolls, aber das online, nicht das normale. Sollte ich vielleicht aber auch mal machen. Interessante Optik. Was sagt ihr, wie steht ihr zu diesen neuen Cola-Deckeln, die nicht abgehen? Das ist eine gute Frage, ich finde sie schrecklich. Was soll das? Das ist einfach ein Verbrechen, meiner Meinung nach. Wenn ich mir was Spitzes in den Mund hauen will, dann keine Ahnung. Würde ich mir Tinder runterladen. Also den Tinder-Verweis lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Außer Kistenkater möchte ich ihn erklärt haben. Waterdrop ist gut. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du heute Fokus, richtig? Weil Fokus ist ja so deine Lieblingssorte, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Welche mal Cola? Ah, ganz einfach. Ist dir vielleicht schon aufgefallen, bei den neuen Cola-Flaschen, bei den kleineren, bei den großen weiß ich es nicht, aber bei den kleinen, also bei den 500 Milliliter, wenn du den oben aufdrehst, dann kannst du den so zur Seite wegklappen. Der wird an zwei Enden gehalten, also an zwei Schnibbeln, die den Deckel festhalten und die sollen dafür sorgen, dass der Deckel nicht runterfällt, also dass du den nicht verlieren kannst. Das zum einen, zum zweiten soll es als Umwelt Schutz sein, dass also nicht die Plastikdeckel in der Gegend rumfliegen, was ja häufig der Fall ist. Reißdeckel ab, weg damit, brauche ich, trinke die Flasche eben einem Zug leer. Das hat Coca-Cola so eingeführt und viele regen sich darüber auf. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Man muss ein bisschen üben, ich habe es schon hingekriegt und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Genau, gerade auch wenn man draußen unterwegs ist und nur eine Hand oder was frei hat und nicht noch was in der anderen Hand hat, ist das halt, man muss ja den Deckel nicht festhalten, man hat es einfacher, genau. Und dann war da aber auch eine 13-Jährige und ich habe dann, die hatte richtig Bock und ich habe dann zum Einstieg genau, so ein bisschen mit denen darüber gesprochen und versucht zu vermitteln, okay, ey, wir stellen uns jetzt mal alle mit einem Reim vor, ja, ihr sagt mir einen Reim zu eurem Namen und damit stellt euch vor. Und das Mädchen meinte halt so, ja, ich hab, auf meinen Namen reimt sich was, aber ich wurde damit immer geärgert. Und die Kinder dann, oh, er sagt denn, was denn, was denn, was denn? Und dann hat sie das gesagt. Und ich habe mir direkt, Schwester, das war ein Fehler. Sie wurde immer als Karotte bezeichnet. Ihr Name reimte sich auf Karotte. Und dementsprechend, wir haben die Kinder sie dadurch den ganzen Abend genannt. Richtig, dumme Fotze. Also das letzte war jetzt okay. Gut, es war eine Zitatsache, deswegen kann man das jetzt gelten lassen. Aber auf Karotte fällt mir glatt ein Lotte. Und ich finde, Lotte ist ein schöner Name. Alt, aber schön. Und, genau. Und doch, Kistenkarte, er hat genau das jetzt gesagt. Und wie gesagt, also mit solchen Sachen kann man ganz schnell eins hinkriegen, nämlich den Verlust der Monetarisierung. Da ich noch hier drauf reagiere, noch keine Monetarisierung habe, brauche ich mir darüber noch keine Gedanken zu machen. Rastend, was ich damals gesagt habe? Ich weiß gar nicht. Gerade wieder nicht genug Zeit, um all das zu spielen, was ich spielen möchte. Das ist wirklich sehr belastend, ey. Leck mich. Hätte ich auch Lust drauf.
scheiße. Oh no. Oh fuck. Oh nein. Ich sag mal so, das war im letzten Twitch-Clips Germany drin, also in der Folge 170, falls ihr das nicht gesehen habt, mal da reingucken. Und ich fand das damals schon, also letzte Woche, damals hört sich so weit an, letzte Woche schon lustig, weil das war das perfekte Timing. Er sagt, leck mich, sie sagt, in dem Augenblick hätte ich auch Lust drauf, passte wie die Faust aufs Auge und jetzt reagiert sie und hat das damals gar nicht festgestellt, als sie das aufgenommen hat. Jetzt hat sie es erstmal richtig verstanden. Und ja, genau. Passte. Wie die Faust aufs Auge. Oh, Asmodeus. Wer ist denn Asmodeus? So heißt meine Schlange. Ach du Scheiße. Gibt's irgendeine Tierart, die du nicht schon hast? Schon wieder so ein perverser Spruch. Es reicht jetzt langsam, Lena. Weißt du, du legst es auch grad so drauf an. Ich glaube, Milchbaum, er hat in diesem Fall eine echte Schlange gemeint und nicht, woran du schon wieder gedacht hast. Du solltest manchmal nicht ganz so um die Ecke denken und den Leuten glauben, dass sie das, was sie sagen, auch wirklich so meinen. Genau. Der Kampf dauert doch nur 3 Sekunden. Eigentlich könnten wir ja schon mal machen, weil sie hat ja schon mal. Was tust du? Also ich überlege jetzt gerade auch, was sie da gemacht hat, aber eins weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß, dass es jetzt mit Sicherheit länger als 3 Sekunden dauert, bis wieder da ist. Genau. Und was schreibt da unser Kiss-Kater? Weiber, die sollen sich jemanden anschaffen, dann bringen die nicht solche Dinge. Also nicht du, Konfuzei. Ich brauche mir keinen Kerl anzuschaffen. Ich habe mir schon jemanden angeschafft. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass ich diesen jemand habe. Geldkistenkater. Und Milchbaum ist eben so. Wir haben sie letzte Woche ja in den Twitch-Clips gesehen mit ihrer Mutter. Und ja. Ja. Und hüpf. Ups. Die falsche Taste gedrückt. Ah, geil. Geil. Oh, haut. Also, das, was er vorhatte, wäre geil gewesen, wenn es funktioniert hätte, aber das war noch geiler. Dieses scheiß Kissen da hinten rutscht immer weg. Dieses Pferd, bumm. Und die Reaktion vom Pferd, auch geil. Und tschüss, seht zu, wie du weiterkommst. Mit mir auf jeden Fall nicht. Kann er für uns oder für mich eine Illustration gemalt hat und jetzt endlich, oh mein Gott, das war nicht der Plan, oh nein, oh mein Gott, was habe ich gemacht, ist das kaputt, oh mein Gott, super, oh mein Gott, das ist kaputt. Wie zum Henker schafft man es, ein Shure S7B derart zu demolieren? Also bitte, das ist eins der besten Streaming-Mikrofone, die es gibt. Gut, okay, mein Elgato ist jetzt auch nicht schlecht gegenüber, da ist es aber trotzdem doch ein kleines bisschen schlechter. Zum einen mal auch, weil das ein XLR-Mikrofon ist, was sie da hatte. Aber Respekt, das wird nicht günstig, das zu reparieren. Türe. Ich dachte, mehr Türe schreibt man so. Und nicht mehr Türe. Was? Hä? Was heißt das eigentlich? Es hat nichts mit mehr Türen zu tun. Hä? Ich dachte, das wäre irgendwie so, dass du dich nicht entscheiden kannst. Mehr Türen, mehr Türe. Sind Autos, die mehr als, es klingt jetzt dumm, eine Tür haben, stimmt aber nicht, weil normalerweise hat jedes Auto mindestens 2 Türen. Die meisten sagen aber 3 Türen, weil die Kofferraumdeckel noch mit als Tür bezeichnen. Dann gibt es noch die 5 Türer, das sind die, die halt dann, vorne und hinten Türen haben. Das ist beim Auto aber völlig normal. Das hat nichts mit Entscheiden zu tun. Und das Entscheiden vielleicht, ob man einen 3- oder einen 5-Türer nimmt, das wäre vielleicht eine Entscheidungsmöglichkeit, ja. Was? Was?
Vom ihr seid Verhalten beide, ihr Imps. Ihr seid ja, ist wirklich so. Du redest die ganze Zeit so, als wenn wir kleine Kinder sind. Ja, Pupskuss for you. Hä? Du triffst die 1:1. Leute, wir brauchen so ein Twitch Reloaded. Wisst ihr, wo die alle nachgemacht werden? Er macht sie Milchbaum. Und Milchbaum macht sie nach. Ja, ich habe dazu mal was gesagt und nein, ich wiederhole das jetzt nicht. Und sie bei. Nein, es ging. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem letzten, vorletzten Clip, ging es dabei nicht um die Märtyrer, also die, wo sich opfern, um für ihren Glauben oder für ihr Volk oder wie auch immer oder für eine gute Sache. Das sind Märtyrer. Und dann gibt es aber die Märtyrer. Das sind dann die Autos. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass du recht hast und ich das jetzt falsch rum gesagt habe. Aber es war da was mit Auto zu lesen. Und deswegen, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn das so aus dem Gesamtkonzept gerissen ist und man den Gesamtkonzept nicht geguckt hat und dann nicht weiß, was genau gemeint war. Wow, aber das ist ja der Sinn der Clips. Hey, ich heiße Shannon und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin die Drachenprinzessin, die alle Bobos verbrennt. Ich lasse meine schweren Kekse und kackst mich an, du kleiner Kacki-Bobo und Hugo, ich zünd dich an. Bin im ganzen Drachenland unterwegs auf einer Spur durch das Abenteuer von Quatsch und witzigem Humor. Waifu, Anime, Shenlins und Kunst, das alles kann ich und die Bobos werden weggebunden zur Technik. Die Technik ist ein großes Problem und auch das werden wir mit Zauber bestehen. Cool! Ein cooles Lied und ich fand sie ja das richtig gut vorgetragen, auch wenn da manche Passagen drin waren, wo ich mir gedacht habe, so, okay, aber cool vorgetragen. So mutig bin ich definitiv nicht. Ich bin noch nie verloren. Kenny, wir spielen gerade auf schwierig und irgendwie ist es auf schwierig schwieriger. Ja, das Das schwierig schwieriger als normal ist, ist klar, aber das schwierig schwieriger als schwierig ist, ist... Ich bin verwirrt. Ich bin definitiv verwirrt. Definitiv, genau. Also bitte, jetzt hätten wir fast jemanden überfahren. Das muss doch nicht sein. Ah! Nicht fast, du hast einen überfahren. Also wirklich, das ist nicht nett. Gar nicht nett. Ab in die Ecke schämen. Und du, blöde Kamera, auch ab in die Ecke und schämen. Nee, noch ein Lemon Raider? Wieso kann ich nicht noch ein... Wow, man kann mit einer Winchester einen Planwagen in den Fluss schießen? Cool, muss ich mir merken. Bitte mach das nicht zu Hause nach. Nimm zu Hause eine Schere. Ich hab's gleich. Junge, die sind ja einfach verschweißt, diese Boxen. Heilige Scheiße. Hallo, Pia. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Ade, lieber Kugelschreiber. Aber kleiner Tipp für den nächsten Kugelschreiber, den du dafür benutzen willst. Mach die Biene raus und stech in die Folie. Dann platzt sie auf, dann kannst du sie auseinanderziehen. Viel einfacher, der Stift bleibt ganz. Eventuell ist es ein bisschen schwieriger, mit ihm zu schreiben. Aber auf jeden Fall bleibt der Stift ganz und die Box ist auf. Was sollen wir kämpfen? Ich will nicht kämpfen. So. So, so. Alter, auf, danke. Nein, 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 ihr dürft hier nicht raus. Einer muss sterben. Okay. Gefordert, gewünscht, ausgeführt. Perfekt. Aber Goose Goose Duck ist für mich genauso dämlich wie Among Us. Irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie erschließt mich bei diesen Spielen der Sinn nicht. Ich weiß es nicht. So, das kommt davon, wenn man eine andere Schere empfiehlt. Aber ja, sie hat ja auch extra gesagt, nicht nachmachen, zu Hause Schere benutzen. Genau. Ja. Hi, kann ich filmen? Ja, ja, klar. Ja. Foxy. Oh, hey, hey. Mein Name ist Foxy. Oh, hey Foxy, du bist der Foxy Lady. Oh, oh yeah. Hey, Foxy. Hey. Hey Foxy, you bit the Foxy lady.
Hey, Foxy, come shake your booty too. Come on. I love you. Nein. Herr Chat, sagt jetzt mal eine nette Sache über Olli. Wir auch. Olli, du hältst den ganzen Laden beieinander. Guck mal. Du bist ja nicht nur auf technischer Ebene absolut fantastisch, mein Freund. Du bist ja auch noch ein verdammt guter Freund. Es ist ja so, dass du sowohl menschlich als auch bei der Verkabelung, egal was, du sorgst dafür, dass hier die Qualität stimmt. Du sorgst dafür, dass hier das Bild immer besser wird. Du bist gewillt, obwohl wir schon fantastische Technik und so haben, alles immer noch weiter zu verbessern. Ein Daumen hoch für Olli! Du bist sogar so bescheiden, dass du hasst, wenn man dich lobt und nette Dinge zu dir sagt. Und ich kann das so unglaublich lange durchziehen, weil ich dir gegenüber mein Herz auf der Zunge aber dass das überhaupt gar kein Problem ist. So, Olli ist weg, wir machen weiter mit Paul. Paul, mein Freund, das ist so unfassbar. Wen wollen wir denn raiden eigentlich? Also muss man den dreien lassen. Sie sind schon irgendwie auf ihre Art geil. Und als noch auch ein Daumen hoch für Olli, ein Daumen hoch für Flo und ein Daumen hoch für Paul, denn wir sind... Also ich zumindest finde, sie sind wirklich geil. Und wenn ihr sie noch nicht folgt, folgt ihnen. Die bringen auch super Content. Aber nicht vergessen, auch mir folgen, gell? Ich glaube nicht. Und jetzt. Oh! Ja, moin! Ja, das war ein cooler Scharfschuss vom Scharfschützen. Aber ich glaube, so oft hat er das noch nicht gemacht. Wow. Guck mal, ich habe Bauchnabelflusen. Guck mal, wir haben Bauchnabelflusen. Hä? Was zum Geier war? Wenn ich auf die Tastatur drücke, hast du anzuhalten. Was zum Geier war das? Bitteschön. Hallo? Ja, also... Auf so eine Entfernung zu treffen, ist schon nicht schlecht. Zumal du musst, also es gibt viele Spiele, bei denen sind die mittlerweile so realistisch, dass die auch den Wind mit einbrechen. Das heißt also, wenn du da nicht leicht rüberziehst und den Wind mit einbrechest, schießt du daneben. Und das macht diese Spiele aus. Und das, ich weiß nicht, wie es mit Scum ist, aber ich kenne einige Spiele, bei denen ist das der Fall. Früher... Bei vielen Spielen hast du einfach nur draufgehalten, egal wie weit der weg war, du hast immer getroffen, wenn du irgendwie ein Fadenkreuz hattest. Genau. Okay, das ist gut. Dann ist es sehr realistisch. So, jetzt strecke ich mich mal kurz, weil ich will, dass diese Kamera... Moment. Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Nur mal kurz darüber. So, dann machen wir hier mal ein... So, besser. Genau. So, weiter. Was das sein soll? Ja, doch, doch, doch. Das. Ich wette, ich werde mir jetzt gleich vor den Kopf greifen. Ja. Ja. Halt. Was? Ein Gepäckträger! Oh, komm, Alter. Dein Ernst? Also jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch wäre darauf gekommen, dass das ein Gepäckträger ist? Also ich nicht, ich meine, das sah mir aus wie ein Kanister, aber nicht wie ein Gepäck. Und das andere wie braune Dinge, aber ich weiß nicht. Manchmal ist es schwierig. Leute, bei den Montagsmalern hättet ihr nicht mitmachen können. Mein Mod, der hat uns in den Mod-Chat ein Bild von sich geschickt mit Milchi, weil er sie ja getroffen hätte. Und wir alle nur so, das ist nicht Milchbaum, das ist Jen. Und er so, oh. Wow, welcher Mod war das? Welcher Mod war das von ihr? Auch Asche auf mein Haupt. Ich hab dich früher auch verwechselt und da dachte ihr seid dieselben. Asche auf mein Haupt. Ich weiß es heute besser. Und ich hab das gleich erkannt, als das Bild zwar, als da, ich hab da bei, der Gamescom mal reingeguckt, hat er das gesehen gehabt. Also da haben einige haben sie erkannt. Der wohl nicht. Nachhilfeunterricht. Also ich kann gut Schildkröten nachmachen beim Geschlechtsakt. Ich.
Wenn ihr jetzt nicht wisst, worauf sie angespielt hat, googelt mal Schildkröte Geschlechtsverkehr und ihr werdet mit Sicherheit das zugehörige Video dazu finden. Ist geil. Oh, die Tür ist... Was? Moment, da war was im Dings. Was? Ich bitte über das Zitieren. Was ist das? Ja, die lassen die sich alle bleichen. Offen, da ist eine Leiche und die killt uns jetzt. Bam. Nö, ist keine Leiche. Ich weiß, was jetzt passiert. Verdammt, meine Sag ich doch. Fresse. Ich liebe Horrorspiele. Oh, nee. Ich liebe auch Horrorspiele. Ich glaube aber nicht, dass ich bei jeder Kleinigkeit so erschrecken würde wie sie da. Und ja, genau. Ja. Eben. Wisst ihr, wenn ich losfahre im Auto, bin ich immer so... Okay, Google, hey Google, okay, Google, hey Google, okay, Google, hey Google, weil Google dann natürlich nicht reagiert, ne? Und ich mir denke so, Bro. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Du reagierst den ganzen Tag, aber dann nicht, wenn ich mich das will, dass du reagierst. Ja, das kenne ich auch. Ich gucke mal zur Seite, da steht eine kleine Kugel. Wenn mir der was sagt, kommt dann auch mehr, Entschuldigung, ich habe keine Gruppe oder kein Gerät mit diesem Namen. Weißt du, dann muss man sie kurz anhalten und sagen, du sollst das jetzt bitte machen, dann macht sie das auch. Aber ich finde es schade, dass man Sprachassistenten immer erst anfahren muss, damit sie reagieren. Ja, my friends, wo gehen wir denn jetzt hin? Oh, ich dachte, ach, das ist gar kein Ausgang? Nein, das war kein Ausgang, das hätte ich dir auch sagen können. Das ist mir auch schon passiert. Ja. 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 Achso, im Übrigen, falls ihr Interesse habt an WoW, am Dienstag gucken wir da wieder rein und machen den Charakter weiter, den wir am Freitag angefangen haben. Hm. Okay. So, und aha, jetzt. Bombenleger. Guckt euch wow. das an. Cool. Ruf sagt, er sieht aus wie ein Bombenleger, aber ganz ehrlich, ihr könnt auch in Herr der Ringe mitspielen. Hey, das wäre das perfekte Double vom Gesicht her für Aragorn. Der sieht 1:1 nicht, aber ich sag mal 1:1,5 genauso aus wie hingeht wie Viggo Mortensen in Herr der Ringe als Aragorn. Passt. Also, falls man mal eine günstigere Variante braucht. Also, wenn Gronkh der Bombenleger ist und Michael von Ulrichstein ist sozusagen der Kompagnon, der Fahrer, dann wäre ich die Quelle. Ich wäre der Informant. Ich wäre, glaube ich, der Informant. Ich glaube, ich könnte Informant sein. Ja, passt. Ich glaube, ich wäre der Informant. Passt, Toro. Passt, Toro, definitiv. Aber was zum Geier war das für ein Kissen da im Hintergrund? Also, wirklich? Ja, ja, genau. Du hast es auch gesehen, Kistengarde. Das habe ich bei ihm, glaube ich, schon einmal in einem Stream gesehen. Also, nix. Und das ist jetzt lustig. Ich kann euch sagen, was passiert. Tschüss. Aber bei Tag. Oh. Ich verstehe nicht, wie Leute das hinkommen. Ey, ich kann hier drauf machen, was ich will. Hier passiert nichts. Ah, geil. So viel zum Thema. Ich kann hier drauf machen, was ich will und es passiert nichts. Ich garantiere euch. Warum hast du jetzt schon wieder verstellt? Komm sofort hier runter. Mir ist das auch schon fast passiert. Ich kann mich aber jedes Mal immer noch abfangen. Das ist, wenn man über die Mittelsäule hinaus ist, dann gibt der Stuhl nach. So, weiter geht's. Ich zeig's euch jetzt ganz kurz. So, Moment. Ich hab's eben schon fast hinbekommen. So, das tut jetzt gleich weh. Wieder. Was macht der da? Ah, ihr, Yoga auf dem Stuhl. Übereinander. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Das tut auf Dauer ganz, 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 ganz böse weh. Glaube mir. Nee, das ist nicht gut. Stell dir mal vor, du kriegst einen Krampf und bewegst dich falsch. Dann macht's knack und das war's dann.
habe am ganzen Körper. Mann! Du kannst den Kämmern erzählen, das steht hier alle zu Berge, das ist eklig. Warum spielst du? Warum spielst du es dann? Wenn du es eklig findest, wenn du Gänsehaut kriegst, dann lässt du das. Kein Horrorspiel, wenn du es nicht verträgst. Reaktionen sind nun mal normal. Ganz einfach. Und ja, genau. Und ich bin gewillt, deiner Hoffnung zu folgen, dass das mit diesen Beine verknoten keine Challenge wird. Ich mach da nicht mit. Liebe Grüße von meinem Zweijährigen. Er sagte gerade, Mama, da ist Max. Nicht schon wieder. Das ist aber die normale Reaktion eines jeden, der meinen Stream schaut. Das ist ganz normal. Das ist, oh nee. Nee, ach Max. Ja, also ich muss dazu sagen, außer da in den Twitch Clips Germany bin ich ihm noch nicht gefolgt. Sollte ich vielleicht mal machen, vielleicht verstehe ich dann, warum die Kinder so reagieren, wenn sie so reagieren. Aber ja, Kinder sind manchmal sehr leicht zu beeinflussen. Nicht. Ja! Oh Gott, die ist gegen den Spiegel geflogen. Also ich finde ja diese Idee mit den Papageien zum Beispiel in der Küche nicht schlecht. Ist ein schönes Konzept, kann man machen und ist sicherlich auch in Ordnung. Aber, und man hat es jetzt gerade bei diesem Clip gesehen, das Problem ist, was wäre, wenn der Vogel jetzt nicht in einer Schüssel, in der nichts drin gewesen ist, gelandet ist, wäre, sondern in einem Topf mit kochendem Wasser? Darüber denkt mal nach. Ist eine schöne Marketing-Idee, Tiere bei Kochstreams mitzubenutzen. Wir kennen das mit diesen Graupapageien und Kistenkater, deine Frage, garantiert saß der Vogel irgendwo hinten, entweder am Käfig oder auf dem Käfig oder wurde entsprechend positioniert, dass er auch zugucken kann. Aber ich finde das doch ein bisschen gefährlich. Ist eine schöne Idee, wie gesagt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Bedenkt, was passieren kann. Und dann ist das Geschrei groß. Hier, Hopfen von Getreide trennen. Hopfen vom Stiefel oder so. Die Malle vom Korn trennen. Die Mapfel vom Korn. Malle vom Korn, nein. Trenne die Hopfen vom Korn. Spreu vom Weizen? Was ist das denn? Ist das erfunden? Kommst du vom Bavü oder was? Die Spreu vom Weizen ist ganz einfach. Um ein Korn, was Weizen ja ist, ist eine Schale. Und wenn man die abmacht, und dann kann man, nennt man das Spreu vom Weizen trennen. Lernt man eigentlich in jeder Schule. Hab ich zumindest so gelernt. Und ich war nicht auf einer Volksschule irgendwo auf dem Dorf, sondern in der Großstadt. Sehr gut. Wir müssen gleich los und müssen ein bisschen Mädel, Gangbanging geht aber anders, nehme ich so. Moment. Das war Gangbang. Züge gehabt, welche halt so wirklich, dass du die sogar noch die Hüften nackig gesehen hast. Das ist es. Und da diese Schlitze, Jenny, welche du siehst, das ist Jenny, nicht der Bauch. Du bist ein Arschloch. Das sind 80er Jahre, wo das war. Du kannst dir vorstellen, ich bin 68 geboren, du Arschloch. Das sind nicht die früheren Jahre. Du machst, als ob wir Dinosaurier wären. Oh. Ich enterbe dich. Ihr seid alle meine Zeugen. Oh Mann. Echt. Manchen Leuten sollte man das Streamen verbieten. Wenn sie nicht mal die einfachsten Dinge verstehen. Ich meinte jetzt die ältere Dame im Hintergrund, nicht die junge im Vordergrund. Ja.
mutig und freundlich, so tapfer und fleißig, fröhlich und frech. Geil. Geile Version. Ich liebe die Gummibären. Hüpfen wir. Sie hat bestimmt andere Schuhe. Tschüss. Man muss ja freundlich sein. Sie ist gegangen, ich habe Tschüss gesagt, oder? Was? Ich kenne das von Gruppen, die Spreu vom Weizen trennen. Also die falsche Frage. Genau, so ist das auch im Endeffekt gemeint. Also dieser Spruch, Spreu vom Weizen trennen. Es bezieht sich allerdings auf dieses Handwerkliche, wie gesagt, in der Landwirtschaft. Aber du hast da schon recht, das ist so. In dem Sinne kann man das übertragen, im übertragenen Sinne auch nutzen, genau. Danke. Ich kann das richtig gut. Mann, ey, warum können das alle? Ich verstehe das nicht. Scheiße, Mann. Ich versuche das jetzt nicht. Ich weiß, dass ich es nicht kann, aber siehst du, du bist nicht alleine. Es können auch andere nicht. Aber ich finde es interessant. Von einer Bekannten, der Vater konnte sehr gut Donald Duck nachmachen, wenn er sich aufgeregt hat. Genau. Also, wenn Donald Duck sich aufgeregt hat, konnte er nachmachen. Sprinten wir. Da ist er ja. Ich muss raus. Ich muss raus. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Und was machst du jetzt, wenn er kommt und macht die Tür auch auf? Ich meine, die andere Tür hat er ja auch aufgemacht. Aber trotzdem, guter Cliff. Die KI spielt sehr defensiv. Hallo, Cliffy. Ich probiere Schach. Ich bin eine absolute Niete in Schach. Ich probiere Schach. Siehst du es? Ich probiere Schach. Schachmatt. Nein! Fuck! Stelle die Dame nicht so, dass sie ein Feld vom König entfernt ist. Das ist nicht gut. Das geht schief. Der König darf nämlich auch einen Zug machen. Genau. Genau, ein Feld. In Deutschland geht der Bierkonsum zurück. Jetzt habe ich mich vor lauter Schreck verschluckt und habe mich auf eine Folge gekleckert. So, das bleibt drin. Genau. Aber ihr seht das ja nicht. Genau. Aber Bierkonsum geht zurück. Jetzt wissen wir auch, warum so viele Brauereien pleite gehen. Aus dem Grund, weil kein Bier mehr gekauft wird. Was für ein Unsinn. Warte mal, was? Möpi, was? Wir müssen darüber reden. Dass Möpi, was? Ich hab das vorher noch nicht gesehen. Was ist das bitte? Sind das Boobs? Das sind Boobs. Ja, das war jetzt sehr verwirrend. Genau, ja. Jetzt muss ich da aber eines sagen, Susan. Du wirst hier hundertprozentig nicht lebendig rauskommen. Ich sag dir, wie es ist. Susan, ich habe gerade die Tür... Susan! Er hat's ihr gesagt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sagt schon der Volksmund. Und der Volksmund hat selten Unrecht. Ab und zu aber schon. Denn nicht. Halt, warte. Machst du dann Boobsbilder für alle Ständer? Spender? Der freudsche Versprecher. Der freudsche Versprecher. Er ist immer wieder lustig.
Ja, du stand vor der Tür und hab mich angeguckt. Ja. Das dauert immer ein bisschen. Das sehe ich auch ein. Mein Tipp, sie schafft das jetzt beim ersten Mal, denn Frauen können das. Hab ich nicht gesagt, Frauen können das. Wer ist der Typ in der Grube mit dem sexy Bart? Warum sieht der aus wie der Messias? Wer ist denn das? Motherfucker, es ist der Sohn Gottes, der frisch wiedergeboren auf deiner Party einfach reingepasst hat und das heißes Wasser aus dem Hahn einfach zu Wein gemacht hat. Wer dann auch noch mehr? Ostersonntag, Mann, wir feiern, dass ich auch verstehe. 12 Finger kommen, um deine Bude klein zu schlagen. Okay, 11 Finger, denn Judas ist nicht eingeladen. Ja, so. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass wir uns das angucken. Das ist Julian Bam. Ich kenne, wie gesagt, die ersten beiden Folgen von der Reihe, die er da gemacht hat, schon. Es gibt noch einen dritten und ich glaube sogar mittlerweile einen vierten. Ich bin mir aber da nicht, also beim vierten bin ich mir nicht sicher. Aber können wir mal angehen in den Reacts oder in einem der anderen Streams und uns das zusammen angucken. Okay, es gibt keinen Speicherstand. Neues Spiel. Taste drücken. Ah, ich drücke die ganze Zeit auf B. Ich drücke die ganze Zeit auf B-Chat. Es tut mir so leid. Oh, XA. Nein. Das ist das Problem. Kreis ist A und X ist B. Versteht ihr, was ich meine? Oh, kann ich das selber anpassen? Boah, das wird eine absolute. Oh Gott, ich habe schon wieder auf B gedrückt. Ich kenne das, aber Mädel, lern doch mal einfach die Tastaturbelegung. Aber gut, das mit dem B drücken, wenn man A drücken will, kenne ich. Ratatata, ratatata. Ach, hallo. Hi. Hi. Ah. Und los. Au. Super fick dich, ohne Witz. Du kannst mich. ja. So geht man nett mit Kollegen um. Musstest du auch Camgirl angeben bei der Gewerbeanmeldung? Nein. Ich musste 10-mal betonen, dass ich nichts Sexuelles mache. Und dann hat er irgendwann gesagt, aber warum schaut man ihnen denn dann zu? Oh, das ist hart. Also das ist ja schon fast sexuelle Belästigung. Also bitte. Und tot. Ja. Ja, es soll helfen, vorher das Fenster aufzumachen. Würde ich sagen. Ja. Ach, der goldene Pfad. Ich verstehe. Let's go. Now, was war das? Erster, easy. Wow. Respekt, das ist, ja, coole Ausnutzung und perfekt gelaufen. Perfektes Reaktionsvermögen. Den gleichen, wie nennt man das denn jetzt? Den gleichen Lustgeschmack, nicht Lustgeschmack, nein! Witzgeschmack, man, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Humor, danke, Humor, ich meinte Humor. Ja. Humor. Nein, das Badezimmer ist, glaube ich, hier gewesen. Ja, da hat sie gerade. Oh! Ah, geil, der Blick von der Katze war ja geil. Wie du bekommst du das auch hin? Irre. Ich könnte mir die stundenlang angucken. Was? Das ist cursed. Ich habe einen Bug im Spiel entdeckt, Leute. Das war sowas von cursed. Okay. Also ich weiß, dass man Mockweiß nicht ins Wasser tun soll, aber dass man jetzt schon Wüstenfüchse da nicht reintun soll, das ist auch mal mir neu. Dankeschön für die Biddies. Vielen, vielen Dank für die Raids. Dankeschön für den Lurk-Support.
Und danke einfach fürs Zusauen. Fürs Zusauen. Ja, ja, wir kennen das alle, das Zusauen. Tue ich auch manchmal. Also zuschauen, nicht sauen. Kriegen wir das gleichzeitig hin? Was genau? Abonniert Twitch Tipps Germany. Abonniert Twitch. Was ist denn hier? So, da sie es nicht hinbekommen haben, mache ich's. Abonniert Twitch Clips Germany und ja, wenn ihr auch euch das hier bei mir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch mir weiterhin zuschaut. Ein Däumchen hoch wäre ganz nett und ja, da unten gibt es eine Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, aber auch Kritik, Anregungen und sonstiges, was ihr so loswerden wollt und was dann da entsprechend reinpasst. Ja, genau. Und da ist noch ein Knöpfchen, das könnt ihr eventuell mal drücken. Und daneben ist so ein kleines Ding, das sieht aus wie eine Glocke. Da kann man auch drücken. Und ja, das Ganze könnt ihr dann auch noch bei Twitch Clips Germany machen. Hatten wir ja gerade schon. Und ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, tschüss, bis nächste Woche.